Heute gibt's ein Spiel mit Säckchen und Würfeln und das setze ich dem Dennis und dem Georg vor. Zwei auf einen Streich. Viel Spaß. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, und herzlich willkommen zu unserem Vorgesetzt hier. Ja, und so, ich glaube, es ist an der Zeit. Ich setze den beiden Herren hier Dilettum vor. Ohne Tuch. Ohne Tuch heute, weil es war ausgemacht, dass wir es spielen werden. Ja. Georg, du hast ja auch so auf das Spiel so ein bisschen ein Auge drauf geworfen. Ja. Hast es aber wieder dein Auge. Mein Auge, ja klar. Das ist nur das Ersatzglasauge war da drauf. Das Ersatzglasauge. Mhm. Wir haben ja hier ein Expertenspiel von Simone Luciani und Daniele Taschini. Sind ja keine Unbekannten. Und hier wieder ein Spiel mit innovativem Würfelauswahlmechanismus, der hier gleich wunderbar zum Tragen kommt, während wir uns auf der Map verbreiten, Säulen bauen, um an den Kathedralen mitzubauen, entsprechende Handelshäuser errichten, ja, möglichst unsere Waren geschickt einsetzen und dann am Schluss die meisten Siegpunkte davonzutragen. Die klassischen eckigen Würfel, ja. nicht so abgerundet, sondern die typischen eckigen Würfel von Board and Dice, beziehungsweise Giant Rock hier. Ja, interessant. Wie sind so eure Erwartungen, Georg? Wegen den eckigen Würfeln? Eigentlich habe ich nichts dagegen, sag ich mal. Solange man sie nicht würfeln muss, was man ja wahrscheinlich nicht muss hier wieder, sondern einfach nur einsetzen. Ah, doch, gewürfelt werden, ja, werden sie. Okay. Aber ganz am Anfang der Runde. Gespielt werden vier Runden. In jeder Runde nehmen wir uns drei der Würfel vom Aktionsrondell. Mhm. Diese werden natürlich geworfen und abhängig von ihrer Würfelzahl dann ausgelegt, was uns dann Aktionen und Waren bringt. Mhm. Ja, von einem T-Spieler warte ich generell immer viel. Also bin halt gespannt, ob es eher in die Richtung, ja, gefällt mir sehr gut oder ja, ist okay, abdriftet. Aber ich habe jetzt auch noch kein schlechtes T-Spiel gespielt. Deswegen, man hört ja sehr viel von Tiletum oder wie man es auch immer ausspricht. Ich bin gespannt, ja. Ungewohnt die Farben. Das sind sehr bunt, oder? Ja, genau. Die, gut, das ist wahrscheinlich... Das hier. Ja. Ich habe Blau einfach mal außen vor gelassen. Okay. Weil ich wusste, du spielst ja gern mal hier auch knallig pink-violett Ja. Und Georg, wenn ich richtig im Kopf habe, gerne grün, ne? Auch, ja, ja. Gwen-Farbe, ja. Ja, ich würde sagen, wenn ihr keine weiteren Erwartungen an das Spiel habt, dann habe ich natürlich hohe Erwartungen an die Spielzeit. Ich glaube nicht, dass wir es in 100 Minuten schaffen werden. Challenge accepted. Wie lange wir dann tatsächlich gebraucht haben, das seht ihr nach einigen Eindrücken. Aber jetzt geht's erstmal an den Tisch mit ein paar Bildern und Minisequenzen von Tiletum. Und dann sehen wir uns mit unserer Meinung wieder. Bis gleich. So, das waren die Eindrücke von Tiletum. Und jetzt muss ich doch mal hier mal einen Blick auf die Uhr werfen. Spielzeit liegt bei... Stimmt das jetzt überhaupt? Kann das sein?
habe ich eine Stunde vergessen. Circa 2 Stunden 20. Ja, ja. nö, war weitgehend von der Spielzeit, vom Gefühl von der Erstpartie, finde ich, volle Kanne im Rahmen. Ja. Jetzt mal um ja. Spielzeit vorwegzunehmen. Endergebnis 229 zu 163 zu 159. Ja, bei uns war es knapp, aber deswegen her... haben die zwei Herren jetzt den Platz getauscht, weil sie in der finalen Schlusswertung nochmal den Platz getauscht haben. Ja, krass. Ja, aber bei euch war es knapp hier, 4 Punkte Abstand. Das ist eigentlich darum, nicht gedacht, dass eigentlich geht es darum ja gar nicht, sag ich mal. Das ist ja ein Kennenlernspiel. Also für uns. Du kannst es ja schon. Ja, du hast ja hier abgesahen. Ja, ne? Du hast 100 dafür. Punkte mehr gemacht, einfach oder so. Gefühlt. Ich sag mal so, ich wäre schwer von mir selber enttäuscht gewesen, wenn ich meinen Wissensvorsprung nicht zumindest zu einem müden Sieg hätte führen können. Ja. Ja. Ich glaube, das ist wieder genau die Kategorie Spiel, bei der man eine Partie braucht, um überhaupt ein bisschen zu sehen, wie die Rädchen ineinander greifen. Ja. Wie wichtig sind, ist es, die Gebäude voll zu bekommen. Wenn man auch wirklich den Blick ein bisschen dafür bekommt, bringt es mir jetzt was nochmal da, irgendwie das Gebäude voll zu bekommen. Okay, ich bekomme 5 Punkte mehr am Spielende. Mhm. Was bekomme ich, wenn ich so mache? Was bekomme ich, wenn ich so mache? Ich fand interessant, dass wir sehr unterschiedliche Ansätze hatten, wie wir gespielt haben. Georg war hier der alle Aufträge erfüllt hat, komplett, alle 6 oben reingeballert, noch 2 als Reserve eingesackt. Ja. Ich war eher so derjenige, der so ein bisschen von allem gemacht hat. Was normal immer schlecht ist bei einem Expertenspiel, wenn du alles machst, kriegst du eigentlich... Ich habe versucht, immer bei den Punkten mit dabei zu sein. Ja. Nein, du hast versucht, immer Startspieler zu sein. Richtig, und das hat funktioniert. Deswegen hat er gewonnen. Ganz klar. Ja, Startspielervorteil. Ja, ganz klar. Wir haben ja hier diesen Rondell-Auswahl-Mechanismus, bei dem die Würfel abhängig von der geworfenen Augenzahl im Spiel zu dritt werden von 15 Würfeln 11 gezogen und geworfen und die werden dann entsprechend ihrer Augenzahl den Aktionen zugeordnet. Man kann aber für eine Ausgabe von 2 Geld pro 2 Geld die Würfelaugenzahl um 1 modifizieren, was dazu führt, dass aus einer 6 eine 1 werden kann, aus einer 4 eine 3 oder eine 5, etc. pp. Man dadurch die Aktion auch verändert. Jeder Würfel hat auch noch eine Ressource, so haben wir Metall, Geld, Nahrung und Wolle sowie Stein. Stein brauchen wir zum Bauen an den Kathedralen, wozu man aber erst dann mit dem Architekt eine Säule in die Stadt stellen muss. Der Händler oder ein Häuschen müssen vertreten sein in den Städten, in denen die Wertung stattfindet. Zwischenwertungen gibt es 4 Stück. Immer nach 3 Aktionen ist eine Runde zu Ende. Und so sind es halt wirklich auch nur 12 Aktionen, die man clever überlegen muss, wie man sie ausführt, um dann doch noch am Ende ans Ziel zu kommen. Und es sind genau die Moves, die dann so Kettenreaktionen, wie bei mir im letzten Zug, dass ich noch irgendwie unter Zuhilfenahme eines gebauten Gebäudes nochmal die Personen triggern konnte, die mir dann nochmal ein Gebäude rausgepurzelt haben, die dann dafür gesorgt haben, dass ich mich bewegen kann, um dann nochmal ein Bonusblättchen aufzunehmen, mit dem Bonusblättchen dann quasi in die Zielstadt zu laufen, sonst wäre ich in Leipzig gar nicht angekommen. Ja, ich hätte ja auch sowas, nämlich die schlechte Ein-Architekt-Aktion. Ach nee, guck mal, wenn ich die Menschen nehme, der hat eine Säule-Bauaktion, wo ich die Architekten-Aktion nicht brauche, kann dann das kombinieren, also man muss schon ein bisschen gucken, ne, und es ist halt kein leichtes Spiel. Muss es ja auch nicht sein als Expertenspiel. Nee, genau, richtig. Aber in der Theorie, ja. Ich betone, in der Theorie sind die Regeln relativ simpel, weil wir haben eigentlich nur 5 Aktionen und eine Joker-Aktion. Ja. Dazu kommen nur eine Handvoll Zusatzaktionen wie Kathedralenbau, wie Aufträge erfüllen, wie irgendwelche sonstigen Dinger Vorteile nutzen. Ja. Die einem dann quasi das Ganze nochmal ein bisschen aufblähen, die man zwischen reinschieben kann. Und deswegen muss man die Aktionsmarker zwingend verwenden. Ja. Ansonsten wird man nämlich dann nicht glücklich werden. Ja, definitiv nö. Oder irgendwas anderes zum Abstreichen von Aktionen. Aber die Marker sind schon gut dabei, definitiv nö. Die Korruption. Jetzt habt ihr angesprochen, die Startspielerreihenfolge und die Punkte, die es bei der Korruption gibt. Ich bin ja ein, zwei Mal relativ schnell mit der Leiste vorwärts gegangen, wobei ich auch dazu sagen muss, das erste Gebäude, was ich in der ersten Runde gefüllt und mit einem Wappen versehen habe, war das Königsgebäude. Mhm.
Was dazu geführt hat, dass ich in jeder folgenden Runde, wenn ich eine Königsaktion gemacht habe, gleich mal ein Feld weitergelaufen bin. Ich war auch der Einzige, der das voll gemacht hat und benutzt hat und den Bonus da bekommen hat. Und deswegen musste ich vielleicht die Königsaktion auch nur dreimal nutzen und kam damit natürlich ultra weit vor. Einmal wollte ich sie sogar noch nutzen und dachte dann so, das macht ja jetzt keinen Sinn. Jetzt würde ich 3 Schritte vorgehen und habe 2 Schritte bis zum Ende. Brauche ich jetzt auch nicht machen. Denn die Korruptionsmarker, die jede Runde aufgedeckt werden, sind nicht zu unterschätzen. Im Idealfall geht man in einer Runde nur 2 Felder zurück. Im Worst-Case-Fall 5. Und 5 Felder, das bedeutet -7 Siegpunkte, wenn man vom Stadtfeld ausgeht. Und das ist halt schon... schon verdammt korrupt ist das. Und, heftig. Und wenn man sowieso schon weit vorne ist, kriegt man nochmal 4 Punkte dazu und noch ein Plättchen. Also das Nee, die 4 Punkte nur am Spielende. Ach, stimmt, das Spielende, stimmt. Aber genau. Das Plättchen ist schon... ist auch nicht ohne, aber, ne? Ja, und vor allem, wenn du ganz weit vorne bist, dann kriegst du ja die oder wenn dann noch so eins da liegt, dann kriegst du nochmal, stehst ja weiter. Aber die Minuspunkte, die ihr bekommen habt, sind ja immer wieder zurückgesetzt worden. Ich bin ja nicht irgendwie, ich bin ja, nicht aber nach, du wirst nicht zurückgesetzt. Du wirst nicht zurückgesetzt. Ihr seid aber nach vorne. Genau. Aber euer Abstand zu mir wurde jede Runde wieder verringert. Ist schon ja, klar, also man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht so, dass es ultra mächtig ist, nur wenn man es außer Acht lässt und einer drauf spielt. Und wenn die 6 beim Königsding liegt, weil dann in der ersten Runde kriegst du die 6 und dann kriegst du noch 1. Ist 2, das zufällig 3. am Anfang? Ist zufällig. Ja, okay. Das heißt, wenn das passiert und man nicht drauf spielt, muss man hinterherrennen. Ganz klar. Das geht gar nicht ich anders. Ich bin auch nur in späteren Runden draufgegangen, als es weniger war. Ja, klar. Deswegen sage ich ja. Bonus-Aktions-Dings Bonus-Aktion natürlich, wenn du die, da die Versteigung. Ja, schon. Durch das Haus. Je das später du das machst, eins besser, ja. Klar. Und ja, aber es gibt die Joker-Aktion und die ist genau um einen Aktionspunkt besser als die Königsaktion. Das heißt, wenn man die Königsaktion deswegen macht, um vorwärts zu kommen und da keine Verstärkung drin liegen hat, nutzt man die Joker-Aktion, macht damit die Königsaktion, hat sie um 1 verstärkt. Ja. Also... man hat da schon Möglichkeiten, wieder aus dem Loch raus oder mehr aus dem Loch rauszukommen. Ja. Das Problem ist aber, genau wie bei allen T-Spielen oder überhaupt bei Expertenspielen, es gibt einfach zu viele Sachen und du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Weil es ist genauso, ich habe gedacht, oh cool, jetzt habe ich endlich die Steine, will meine Säulen bauen und dann die Kathedralen bauen und sehe, ach scheiße, ich habe gar keine Säulen mehr. Das heißt, ich brauche Aufträge. Für Aufträge muss ich wieder die Auftragsaktion machen, die aber vielleicht eine 1 da liegen hat und mit also nicht 1 liegen, sondern 1 als Aktionspunkte. Denn ich habe mit einem Auftrag kann ich nicht so viel machen, weil ich dann wieder sehe, ich brauche 7 Wolle. Ach scheiße, wo kriege ich jetzt wieder Wolle her? Ach, da hinten liegt ein Würfel, 7 Wolle, okay. Also... es ist so dieses typische, ich will das und das und das und das machen, muss aber erst das und das und das machen. Aber auf die 7. Ja, ja. Zweimal, ja, genau, 7 Würfel. Genau, ja eben, 7. Das muss ja noch mehr machen, muss ja noch mehr Ressourcen eintauschen. Nee, aber es ist wirklich so, dass du halt gucken musst, okay, und da kann es auch dann mal passieren, ne? Mir passiert mit, oh ja, das mache ich jetzt. Ach scheiße, mir fehlt da ja das. Okay, kann ich doch nicht machen, kurz ausgetauscht, einmal war es ein bisschen länger, einmal recht kurz. Aber das kann passieren und auch, dass halt Leute Aktionen machen. Ne, also wie wir es schon am Anfang gesagt haben, man braucht so einen Plan A und B. Du denkst, okay, wenn jetzt mir jemand das wegnimmt, dann mache ich vielleicht das. Aber das ist eigentlich schon geil. Und dann kommt Georg, ich baue jetzt das Haus. Ich sage, scheiße, das hätte ich jetzt tatsächlich direkt auch gemacht. Ja, und so Sachen gibt es halt da in dem Spiel halt auch. Ne? Also muss man halt... man braucht auch Plan C. Genau, Plan C ist auch nicht schlecht. Und einen Planwagen auch noch. Aber man muss auch dazu sagen... solange man Geld hat, hat man oft Plan C auch, weil man verschieben genau. kann. Aber ja. Die Aufträge... das habe ich zum Schluss nicht mehr gehabt. Ich habe nur einen gehabt. Das war so kacke. Ich auch nicht, deswegen habe ich einen Sechserwürfel hier nehmen müssen, um einfach nur Geld zu haben, um am Schluss noch schieben zu können. Aber ja. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn die letzte Aktion sich verpufft anfühlt. Ja. So sah es bei Georg aus und hat er mit einem Auftrag noch 20 Punkte rausgeleiert. Ja, immerhin. Nee, 18 ja, gut, weil war dann doch besser war, als befürchtet. Wobei man auch dazu sagen muss, die Aufträge sind sehr unterschiedlich. Vom Schwierigkeitsgrad, es gibt die einfachen Aufträge, bei mir liegen nur Aufträge von 2 bis 6 Punkten. Bei Dennis 2, 12 und 13 und bei Georg liegen dann auch eher ein paar größere mit 12 Punkten, aber 16 dadurch, dass Punkten. Er weit hinten gekommen ist, hat er nochmal die 7, 12 Punkte noch mitgenommen. Ja, genau. Das ist schon krass dann, ja. Aber ihr habt schön die Wappen hier gekriegt und ich habe da die, da muss ich dann hinterher erst... es schlag dann auch keins mehr. Eins war ganz unten, aber schwer. Das Problem war, dass ich mit der Schlusswertung wieder oben sein muss. Deswegen hätten wir das Haus... das lag auf der Joker-Aktion, aber da brauchte ich 2 Geld dafür, um da hinterher... ja, genau, richtig. Also es sind...
Ja? Ja, natürlich ist es ähnlich auch wie bei anderen Spielen aus der T-Reihe, wie zum Beispiel bei einem Tekenu, dass die Würfel manchmal einfach nicht die Farbe oder Zahl zeigen, wie man es jetzt gerade braucht. Natürlich gibt es Modifikatoren, wo man entweder hier entsprechend die Würfelfarbe ändern kann oder um die Aktion zu verstärken, die man gerade ausführt, oder einfach mal eine einmalige Joker-Aktion durchzuführen. Aber man ist natürlich ein bisschen davon abhängig, was für Würfel liegen diese Runde und was für Aktionen kann ich dann wirklich sinnvoll für mich ausführen. Und punktetechnisch, natürlich muss man dazu sagen, die Städte, die gewertet werden, außer Tiletum, sind jedes Mal anders. Die Aufträge sind jedes Mal anders. Aber wir waren bei der letzten Partie zu viert, lag der erste bei der Punktzahl, die jetzt gerade du erreicht hast. Krass. Ja. Und der zweite war schlechter als Georg. Und der dritte und vierte natürlich auch. Schlechter als also, und, ja, genau. Ich habe meine Punktzahl vom letzten Mal um fast 100 Punkte überboten. Ja. Also, es ist die Frage, wie es von den Aufträgen läuft. Ich fand die jetzt tatsächlich von der Art recht dankbar. Wir hatten das letzte Mal auch Aufträge. Säulen und Kathedralen. Wir hatten das letzte Mal auch Aufträge, die hintereinander getriggert haben. Wo es dann die Kathedrale war einmal und dann war es nochmal irgendwas mit der Kathedrale in Kombination, wo ich dann auch dachte, okay, ungeschickt. Wenn du einmal raus bist, dann bist du das zweite Mal wieder raus. Da musst du wirklich konsequent drauf spielen, dass es passt. Unsere waren jetzt sehr unterschiedlich. Ja. Da war jetzt nichts, was ähnlich war oder sich begünstigt, außer die Säulen mit der Kathedrale. Das, die Reihenfolge ist halt geil, weil Säulen willst du eh haben und dann kannst du ja Kathedralen bauen. Das heißt, um das erste zu erfüllen, kannst du dann gleich noch das vierte erfüllen. Ne? Ja, man sieht ja aber auch, dass die erste Wertung und die letzte Wertung die schwächsten sind. Weil die erste bringt 2 Punkte Basis, die letzte einen Punkt. Das heißt, auf die letzte kann man halt zuspielen und auf die zweite sollte man aber am meisten achten. Und das ist so, finde ich, auch wieder ein sehr interessanter Kniff. Ja. Was mir persönlich auch gut gefällt, eben, dass die Aufträge jedes Mal anders sind, dass man auch theoretisch im Rondell die Option hat, die Aktion frei hinzukonfigurieren. Also auch noch zufällig. Ja. Dass jetzt nicht jedes Mal die Königsaktion gegenüber von der Gastaktion liegt, sondern vielleicht das nächste Mal die Königsaktion der Auftragsaktion gegenüber liegt. Und dann bekommt man wieder ein ganz anderes Spielgefühl, weil eben die Wertigkeit, was du angesprochen hast, Dennis, der Aktionen sich nicht gleichermaßen verändert. Also selbst wenn wir jetzt quasi starten würden hier, die Königsaktion hat jetzt die 3 am Anfang. Ist trotzdem die relative Wertigkeit, also die Würfelzahl 3, ist die relative Änderung der Wertigkeit die gleiche, ob wir jetzt mit einer 3 starten oder mit einer 1. Ja, klar. Und genau das macht nochmal einen Kniff aus. Was ich halt auch krass finde, ist zum Beispiel, da man ja diese Siegel nur einmal haben darf, also von jeder Siegelart, und wenn du dann Startspieler bist und halt so ein Siegel da kommt, ist halt schon mächtig, ne? Das ist halt, wenn du Startspieler bist, hast du halt viele Optionen, wie immer, wenn halt das liegt, was du brauchst. Da kannst du halt richtig gucken, okay, das läuft mir super rein, das nehme ich, passt perfekt, ne? Und danach musst du halt gucken, was übrig bleibt, klar. Aber der zweite oder dritte, der muss dann schon so, okay, ich kenne das oder das. Das ist am Anfang noch nicht so ganz so schlimm, glaube ich. Aber wir hatten es ja schon bei der Regelerklärung. Aber wenn du das nimmst, kannst du gleich das und das und das machen. Oh, ich hab direkt mal noch 2 gute Züge vorweg. Ich weiß gar nicht, hat es Georg gemacht? Oder ich weiß gar nicht, es hat keiner von uns gemacht. Lustig, ich bin gleich auf die Menschen, glaube ich, gegangen, weil ich es interessant fand. Aber ich fand es amüsant, dass es keiner von uns gemacht hat. Georg hat es ähnlich, aber anders gemacht. Ja, stimmt. Aber es hat keiner das gemacht, was ich, wir können das machen, weil ich es halt einfach mal die Würfel ausgebreitet habe und anhand der ersten Runde erklärt habe. Wobei ich finde es eigentlich, zum Erklären ist es ein relativ dankbares Spiel, weil es wieder sehr gut verzahnt ist, gut ineinander greift und vom Verständnis her. Immer dennoch muss man es spielen. Ja, da waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, ich muss mit dem Architekt dort sein, aber die Kathedrale kann man überall bauen. Dann ist plötzlich, ich wollte doch die Kathedrale bauen, warum bin ich jetzt weggelaufen? Aber bau doch die Kathedrale, da muss ich doch hinlaufen. Aber einmal, ich bin tatsächlich dort gestanden und wollte die Kathedrale bauen und bin dann aber weggelaufen und ich dachte, ach stimmt, ich habe ja schon eine Säule da, die habe ich ja schon und habe nicht gesehen, dass ich die überhaupt noch nicht hatte. Aber Gott sei Dank konnte ich die Ressourcen nochmal holen, um sie doch zu bauen. Also alles gut gegangen, auch wenn ich es gern anders gemacht hätte. Aber ja, okay, aber trotzdem, ja. Wir klären jetzt mal die Frage, ist es hässlich? Viele sagen ja, der Spielplan wäre hässlich. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich breche eine Lanze für das Spiel. Ich finde den Spielplan schön und funktional. Also,
ich mag dieses Aufgeräumte von der Landkarte, dass es nicht überzogen ist mit irgendwelchen Grafiken, die einem das Spielen schwer machen. Ich finde, diese Pergamentoptik hat was, das zum Spiel, zum Zeitpunkt oder zum Zeitraum, in dem es spielt, zu diesem Mittelalter, Renaissance ist es, passt. Auch natürlich zieht sich das von hier vorne direkt auf dem Spielplan wieder durch. Und ich finde, irgendwie ist das charmant und passend. So. Eure Meinung. Gerne anders. Also ehrlich gesagt ist das eh immer persönlich. Ja? Also ich mag die Optik auch, ja, weil ich die mittelalterliche Optik eh auch von Concordia auch zum Beispiel sehr mag. Ich weiß aber, dass andere Leute das hassen. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich mag das so historische Gegebenheiten. Ja, vielleicht ist das nicht alles historisch, was da ist. Wir haben die Säulen der Erde gebaut, ja. Okay, ja, gut, ja, alles genau. Da. Ja, nein, aber ja, genau. Und Pink. Ich finde es toll und die Teile sind doch toll. Also ich finde das super. Mhm. Also, es ist vielleicht ein bisschen funzelig zum Aufbauen, da mag sein, weil du hier die Kathedralteile da sortieren musst, ne? Aber. Hält sich in Grenzen. Dadurch, dass wir bloß von 2, 4, 6, 8, 9 Kathedralen Blättchen haben, das hält sich jetzt schwer in Grenzen und 18 plus im Spiel immer. Also vom Aufbau geht's. Also erstmal drauf war so ein bisschen, okay, das Pergament dahin, also das, die Weltkarte sieht so ein bisschen leer, so ein bisschen lieblos aus, aber es passt eigentlich. Es ist so ein bisschen dirty Farben, finde ich. Also es ist nicht so schönes Rot, sondern mehr so ein abgewetztes. Passt halt irgendwie doch, ja. Aber es ist halt, ja. Ja, aber so ein klassisches altes, so würde ich mir ein mittelalterliches Rot vorstellen. Das ist ganz einfach. Ja. Ja. Jetzt geht man schön auf den Mittelaltermarkt, dann wird man vermutlich diese Farben genauso wiederfinden. Genau. So wiederfinden, dieses leicht einfach ein rotes T-Shirt kaufen und dann einfach nicht mehr waschen 10 Wochen. Dann die cremefarbenen Würfel waren ein bisschen ein Problem, ne? Bei deinem letzten Spiel. Sind irgendwie so ein bisschen. Ja, wir hatten es dann kurz diskutiert, also je nach Ausleuchtung, ja. Jetzt nehme ich den Grau und noch Babyblau und Babyrosa, das ist so ein bisschen komisch. Jetzt nehme ich da Grau und daneben und je nach Weißabgleich sehen diese Würfel nämlich ziemlich bescheiden aus. Ja, Das ist Dunkelgrau, das ist ein Cremegrau-Weiß und das hier ist Hellblau. Also sagen wir es mal so. Hätten sie schwarz machen können. Hier ein richtig schöner Schwarz, hier ein schwarzen Würfel heutzutage. Und hier ein richtig weißen Würfel und wir wären fein gewesen. Das ist der einzige Kritikpunkt im Spiel und ich glaube, man wollte hier einfach dieses leicht pastellige vom ganzen Spielgefühl wieder aufgreifen und hat dann nur die Spielerfarben wirklich quietschig gemacht. Ja. Was ich aber wieder in Ordnung finde, weil so hat man wenigstens eine gute Übersicht wieder auf dem Plan. Ja, weil man hat diese sehr kräftigen Farben auf dem sehr pastelligen Untergrund. Mhm. Also mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Wie ist jetzt euer Eindruck so nach der Erstpartie? So, dass ihr es wieder spielen wollt, Georg? Wäre das was für dich? Ja. Ich würde es gerne wieder spielen. Ja, klar. Überhaupt kein Problem. Nee. Mhm. Doch. Ist und, cool. Aber man muss es tatsächlich üben. Das ist jetzt einfach den Umgang damit. Das und dann die große Preisfrage natürlich, wie wäre jetzt eine zweite Partie direkt in gleicher Besetzung spielzeittechnisch? Würden wir da die 2 Stunden unterbieten? Würden wir vielleicht sogar also mit dem Bereich der 100 Minuten Quatsch? Georg hat den letzten Zug auch ewig gebraucht. Du hast auch mal ewig gebraucht. Ne? Ich hatte auch meine Zwischenzeit, meine Überlegungen. Ich bin mir nicht sicher, auch wenn man das Spiel kennt, hast du ja trotzdem immer wieder andere Situationen, wo du denkst, könnte das jetzt sein? Ja. Oh, nehme ich den Würfel dorthin? Oder kombiniert ich wieder glaub, anders? Ich glaube, es ist wieder die Mischung aus beidem. Auf der einen Seite sieht man die Zusammenhänge schneller und wofür es wie viele Punkte gibt. Ja, kann es schneller berechnen. Aber man hat das Spiel dann so weit durchdrungen, dass man in der Lage ist, tiefer reinzugehen. Ja, und wenn du noch tiefer reingehst und noch mehr versuchst rauszuholen, dann brauchst du wieder genauso. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das in 60 Minuten geht. Ich bin da eh ein Verfechter von langer Spielzeit. Ja? Mir ist das egal. Genau. Nee, das ist Kappes. Wenn ich da Spaß dabei habe, dann kann das auch 3 Stunden gehen. Ja? Das ist, muss man dazu sagen. Der Sneakers-Spieler, bei dem Anlag 4 Stunden dauert. Das ist so der Speed-Spieler.
Ja. Er spielt so schnell, wie er ist. Nein, aber... Ich kann mich nur an einen letzten Spieleabend erinnern, wo wir Caverna gespielt haben. Alle gesagt haben, wie viele Tage wollt ihr dann haben? Wir sind als Erste wieder rausgegangen, weil wir nach 1,5 Stunden fertig waren. Nee, ihr wart zu viert. Ja. Ihr wart schon vorbereitet, ja. Nee, aber das schon waren vorbereitet. Nee. Keine Regeln. Ja, aber du brauchst auch keine... Genau. Aber das ist ja das Schöne, wenn man ein Spiel öfter spielt, dass man dann die Regeln... Genau, man spart schon mal die 20 Minuten Regelzeit oder 30 Minuten, je nach Spiel. Ja, also ich denke, aber du musst trotzdem ja noch... Die Züge am Anfang dauern ja auch deswegen länger hier, weil du sagst, Moment, wofür war das noch? Was ist das für? Genau, das fällt ja dann weg. Und wie oft habe ich nachgefragt, ob das jetzt Stahl ist oder ob das jetzt hier Wolle ist? Ich glaube, welches Grau ist denn Stahl? Ja, das Blaue. Ja, super. Ich glaube, hätten wir alle Nachfragen tatsächlich rausgestrichen, dann wären wir bei den 15 Minuten schneller gewesen. Nur durch Nachfragen. Ich denke. Roundabout. Ja. Aber das oder ist für ein paar Verwirrungen, aber das ist für eine Erstpartie aber vollkommen okay, dass da Nachfragen sind, ein Stück weit. Ja. Ich glaube nur, dass es eher, ich weiß nicht, es fühlt sich ein bisschen einfacher an als andere Teespiele. Schon von allein von der Regel. Und das, was man tut, fühlt sich zum Beispiel bei Tekeno viel verwirrter an, weil du viel mehr Positionen achten musst und so. Und hier finde ich es eher ein bisschen straightforward. Mehr. Also es ist eigentlich das Familienspiel und der Teespiel. Genau, richtig, ja, genau, ja, genau, so würde ich es nennen. Oder vielleicht Kenner, vielleicht oberes Kenner. Aber nein, ich würde nee, also ich würde es auf keinen Fall in Richtung Kenner sehen, weil wenn da jetzt von dem Teespiel. Ich glaube, es kommt immer drauf an, mit was mit ist. Das so wie Escape Plan, ist ja der einfachere Lacerda und Mars der schwierigere Lacerda. Innerhalb der Blase von Lacerda. Letztendlich ist aber bei anderen wie jetzt Tekeno oder Teotihuacan, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht nennenswert schwieriger für mein Empfinden. Mhm. Sie sind halt deutlich anders vom Ding her. Wobei ich sagen muss, rein regeltechnisch ist Tekeno jetzt zum Beispiel und auch Teotihuacan nicht unbedingt komplexer. Ich habe nur das Gefühl, dort gibt es mehr Kleinigkeiten. Ja, vor allem auch. Wobei aber Kleinigkeiten nicht unbedingt für Komplexität stehen müssen, meiner Meinung nach, oder Verzahntheit, sondern können manchmal auch ein unerwünschter Wasserkopf sein. Aber bei den beiden Spielen hast du sehr viele verschiedene Locations, an denen verschiedene Sachen gemacht werden müssen und möglich sind. Und hier hast du das nicht. Du hast hier dein Hauptding, da ziehst du dein Zeug. Es ist reduziert. Und genau. Und hier hast du dann die paar Orte, aber du hast die Häuser, ne? Du hast hier ein bisschen was, da ein bisschen was und hier ein bisschen was. Und dort hast du 6-7 Stationen, wo du was hast. Genau. Das macht es dadurch, glaube ich, komplizierter dadurch. Deswegen finde ich das zugänglicher teilweise. Zugänglicher bin ich bei dir, einfach weil es ein bisschen dankbarer ist zum Erklären und zum Verstehen. Mhm. Aber trotzdem finde ich den Detailgrad der Aktionsverwebung hier vom Ding her wieder gleich. Deswegen passt es in die Reihe perfekt. Ja, es ist wieder so, da greift jedes Rädchen ineinander und wenn ein Rädchen ein bisschen hakt, dann stimmt das Endergebnis vielleicht nicht mit dem überein, was man sich vorgenommen hat. Und das ist eine schöne sprachneutrale Symbolik, muss ich sagen. Das kann man gut verstehen dann, wenn man es dann mal tatsächlich weiß. Richtig. Ja, bisschen so zum Reingrufen und also für mich war es jetzt tatsächlich auch zwischen den zwei Partien, die 3 Wochen, ich musste regeltechnisch nichts nachlesen. Ich habe da kurz auf diese ausgedruckte Spielerübersicht geschaut und dann war das für mich eigentlich relativ easy auch zum Erklären, ohne dass ich jetzt großartig was nachschauen musste, außer wie wird denn der Aufbau kurz für 3 Spieler angepasst, wer kriegt wie viel Startgeld. Und nochmal kurz zur Spielendewertung drüber gucken, ob ich nicht auch alles richtig erklärt habe. Planwagen Gilde ist nicht gleich Planwagen hier oben. Genau. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, den wollte ich noch ansprechen. Georg, das Lager und die Tatsache, dass jedes Haus nur eine Gilde beherbergen kann, jedes Wappen nur einmal vorhanden sein darf, das verknotet einem, glaube ich, manchmal schon, wenn man nicht direkt aufpasst. Das hat mir persönlich schon wehgetan. Bei mir ist es nicht, weil ich nicht aufgepasst habe, sondern weil in den entscheidenden Momenten halt keine Wappen, keine für mich guten Wappen da wären. Ja, das war das. Ja, beziehungsweise halt den einen... Da muss man halt was anderes machen. Den einen Gast, den du dann irgendwie ins Falsche... Den einen Gast, der mir einfach dann... Ja gut, das war... Da habe ich auf die Gilde nicht geachtet. Ja, das war... So was kann dann, denke ich, passieren, aber das ist beim zweiten Mal... Der hätte mir aber 2 Wolle gegeben, die ich für einen Auftrag gebraucht habe. Das ist aber... Das ist genau das. Genau.
Aber das guckt man halt beim zweiten Mal hin, das ist egal. Mhm. Und bei den, ich sag mal, bei den Würfeln mit den Ressourcen, welche Ressourcen die sind, könnte man, hätte man eigentlich auch so kleine Untersetzer drucken können, wo die Ressourcen aufgedruckt ist. Ja. Und dann eigentlich so, das hätte nur Pappe sein müssen, hätte man die da drauf gestellt. Mhm. Gerade für eine Erstpartie wäre es gar nicht so schlecht, wenn man weiß, was das, wenn man es direkt halt sieht. Hier, ne? Hier hinlegt schon. Genau, dass man das da, genau, oder das da drauf, oder so ein bisschen größer könnte sein, dass du dann die. Haben wir, glaube ich, tatsächlich beim letzten Mal auch teilweise gemacht. Eher eben wegen Tom. Oder was auch immer, an den Rand, an den Rand übrige Würfel hinlegen, dass man das immer vergleichen kann. Sehen kannst, was die gleiche Farbe hat vielleicht. Ja. Aber wenn ich so ein bisschen größer wäre, also gerade das Fünfer steckt, dann könntest du den Würfel da drauflegen und dann könntest du jeden Würfel, das ist ja genügend Platz da. Aber nichtsdestotrotz war ein schönes Spiel dabei. Gerade das mit dem, also das mit dem Stahlwolle, das ist und dem Stein, das ist so schwer zu. Also vor allem, ich hätte schon das Stahl nicht unbedingt blau erwartet, ja, aber das. Also die Wolle hätte man vielleicht weiß lassen können. Weiß wäre besser gewesen, ja. Man hätte ja auch noch einen Schritt weiter gehen können und einfach hergehen und hier Custom Dice machen können. Und dann die Anzahl und dann einfach nur eins und ein Symbol daneben. Zwei richtig. Und das Symbol daneben, drei und das Symbol daneben, wäre bestimmt gegangen. Das wäre dann perfekt gewesen. Ja, das wäre perfekt, ja. Aber bei der 6 wird es schwierig. Wieso? Immer nur eine Zahl, nicht sechsmal drauf. Nicht die 6 Punkte drauf, sondern zwei Symbole. Arabische Ziffer. Genau, arabische Ziffer mit Symbol dann daneben. Dann hättest du auch einen Würfel geben können mit deiner 7. Mhm. Genau, richtig. Ja. Das wäre, was du gebraucht hättest. Oder die 8, wo ist denn? Jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung zu Tiletum und was meint ihr dazu? Ich bin dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich gestehen, großer Giant Rock Fan. Es ist jetzt schon das dritte Spiel von Giant Rock, was bei mir krachend einschlägt, wo ich denke, wow, macht richtig viel Spaß, richtig viel Laune. Und ich glaube, da muss ich euch noch ein weiteres vorsetzen. Und das lassen wir jetzt so stehen. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback zu Tiletum. Wie viele Solo-Partien hast du gespielt bei dem? Das geht ja auch Solo. Es geht Solo, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ah, tatsächlich. Noch nicht, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es ausprobieren. Ja, okay. Just because. Ja, nur weil es geht. Ja, wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Vorgesetzt wieder. Wer weiß, vielleicht auch wieder in dieser Dreierrunde. Schauen wir mal, ja. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Und bis dann. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Bye, bye.